Hallo Till, willkommen zurück zu Pokémon Ranger, gefahren wir Almia. Letztes Part waren wir unter Wasser, war richtig chillig da unten, haben neue Pokémon-Einträge und jetzt haben wir einen Schlüssel zur Brücke, also geht's wieder zurück zur Brücke, zum... Wie war das nochmal? Ah ja, genau, Vereinigung der Ranger, die Ranger-Vereinigung, auch genannt. Dann wollen wir mal dorthin gehen, Mann, geh ich heute wieder mal langsam wenigstens, bam. Speichern? Brauche ich nicht. Also man den Weg wieder zurückgehen muss, hier ist schon ein leicht nervig, muss ich sagen. Aber zur Ranger-Vereinigung ist es eh nicht so weit. Und bald gibt es ein neues Fortbewegungsmittel, aber ich nehme jetzt mal das Arcani hier mit. Einfach mal so. Arcani? Entschuldigung, Fukano. Arcani kommt ja später im Spiel vor. Noch nicht, aber es kommt vor, das kann ich euch sagen. Ja, 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 ein paar Pokémon kann ich euch auch mal schon sagen, was vorkommt. Und warum bin ich jetzt gerade mit was schlecht gefangen? Moment. Jetzt geht's los. Ich habe mich erst einfangen müssen jetzt, aber jetzt geht's wieder. Warum war es jetzt so schlecht am Anfang? Ich weiß es nicht. Hier war ich wirklich ein Laufband fangen und hier wieder ist es wirklich so. Ja. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Oh, Radfatz, nein, will ich nicht haben. Will ich haben? Will ich nicht haben? Nicht mal geschenkt, nein! Nicht mal mit der F-E-A-R-Strategie, ne? Die mag ich auch nicht. Nennt sich auch Fear. So, da sind wir wieder, Professor. Oh, es ist gut, dich nach erfolgreich absolvierten Mission wiederzusehen. Und im Beisatz letzten Part können wir 4 Pokémon mit uns haben. Die Leistung der Mikro-Aqua-Lunge hat ihren 40 Konditionen entsprochen, hoffe ich. Hoffst du? Sie wurde von Nageno entworfen, einem unserer Wissenschaftler. Ich kenne nicht mal, ey. Er ist ziemlich stolz darauf, aber das tut jetzt nichts zur Sache. Das geht keiner was an, ey. Harry, wärst du bitte freundlich, die Brücke runterhaben zu lassen? Wieso muss ich das machen? Ich habe euch doch gesagt, bei Brücke könnt ihr berückt alles mir überlassen. Danke, Freundchen. Nicht, dass ich immer alles machen muss hier. Na dann, mach mal auf. Zu. Schade, dass man hier nichts sieht. Nur den Sound hört man. Da hätte man mal eine kleine Videosequenz machen können, aber egal. Muss ja nicht alles gleich so sein, hey. Professor Hastings! Junge, bin ich froh, Sie so wohl bei dir zu sein, hey! Es entspricht so gar nicht Ihrer ungeduldigen Natur! Irgendwo anders zu übernachten, hey! Ich habe mich echt Sorgen gemacht, hey! Ah, Moritz, wenn nennst du hier ungeduldig? Du wirst zur Vereinigung zurückkehren und ein Treffen einberufen, um über die Abwendung der Kongiga-Gefahr zu beraten! Los, Urs, wir müssen uns beeilen! Na, die haben Stress. Und was ist mit mir? Und was ist mit mir? Auf mich wartet auch keiner. Hallo, schön dich kennenzulernen. Hi. Mein Name ist Moritz. Ich bin für die Öffentlichkeitsarbeit der Ranger-Vereinigung verantwortlich. Die Öffentlichkeitsarbeit, das nennt man mal ein langes Wort. Das bedeutet, dass ich vollen Zugriff auf die Datenbank der Vereinigung habe. Also weiß ich natürlich, wer du bist. Ich schließe meinen Job so aus Wissen, ey. Dein Name war also... Verdammt, ich glaube, ich habe dich überlesen. Harry, hast du gesagt? Ja, stimmt, Harry war's, richtig, genau, ja, ich weiß schon, ja, ich hab's gelesen. Nicht. Ich muss dir das nochmal bestätigen. Hast eben die Mission abgeschlossen, was? Du musst ganz schön müde sein, richtig? Nun, wir sind gleich am idealen Ort, um mal ein bisschen zu faulenzen. Um dich zu erhöhen, meine ich. Faulenzen ist nicht bei uns. Ein netter Park, lass uns da rasten. Jo, da vorne ist ein Park nämlich. Dann schauen wir mal. Links steht zwar Altrupack und hey, hi. Das ist die Nordbrücke, sie überspannt den Kanal Cordiale. Es handelt sich um eine Zugbrücke mit hochklappbarem Mittelteil. Das haben wir schon gesehen, glaube ich. Sie wurde von der Altru GmbH errichtet. Die Altru GmbH, da haben wir schon was gehört von. So, und hier ist jetzt ein Park. Der Altrupark. Sieht richtig geil aus. Was? Harry? Erinnert dich an mich? Ich bin Albert von der Ranger-Schule. Ja, ist schon ein paar sehr, Freundchen, ne? Wir haben nicht viel miteinander geredet, aber ich erinnere mich an dich, weil du und Bodo etwas aufgefallen seid. Etwas ist gut. Wir haben ja damals 2 Tangolos gefangen. Hey, hör mal, mein Arbeitsplatz ist gleich hier um die Ecke. Komm doch mit, kriegst auch eine Führung. Dein Freund von der Ranger-Vereinigung kann auch gerne mitkommen. Da bin ich definitiv dabei, hey! Ich meine, du arbeitest für Altru, richtig? Ich bin ein Fan einiger eurer Angestellten, zum Beispiel der Empfangsdame. Alter, ey. Das Gebäude der Altru GmbH liegt gleich im Norden des Altru-Parks. Es ist ein mächtiges Stück Architektur. Ihr könnt es gar nicht übersehen. Und schau mal, was haben wir denn hier direkt mal?
Ja, nix. Einfach nur einen kleinen Park eigentlich. Aber der Altru-Park sieht schon geil aus. Ich kann den Geburtstag der Altru-Gamebacher gar nicht abwarten. Wann haben die Geburtstag? Den Ball ist recht nach Hawaii. Mag ich diesen Geruch. Yeah. So, dann auf zur Altru-Gamebar. Besuche sind im Altru-Gebäude willkommen. Das geht allerdings nur für die Eingangshalle im Erdgeschoss. Sonst nirgends. Erster Stock nix, zweiter Stock auch nix. Nächster, neunter. Nada. Schade. Willkommen im Altru-Gebäude im stolzen Symbol der Altru-GmbH. Gesellschaft mit beschränkter irgendwie so. Ja. Sieht nett aus. Ich glaube, dein Freund mit der Pilzfrisur weiß das schon. Altru-Turm ist nur der vorläufige Name. Im Moment läuft ein Wettbewerb, bei dem ein neuer Name gefunden werden soll. Oh. Ich habe Muskelturm eingesät. Das klingt doch irgendwie stark, oder? Überhaupt nicht passend. Aber hat schon was. Hallo Ranger, schön dich zu sehen. Hi. Du versteckst keine gefährlichen Gegenstände, oder? Nasenspray? Oder sowas ähnliches? Ich weiß nicht, was der unter gefährlich versteht. Ich verstecke Pokémon. Vielleicht das. Die Musik im Altru-Gebäude ist merkwürdig. Willkommen bei der Altru GmbH. Hier arbeite ich also. Schön chillig hier. Das ist die Altru GmbH. Richtiges Gebäude aller Gewerbe und so. Das Erdgeschoss ist öffentlich zugänglich, damit die Leute die Exponate sehen können. Exponate? Erinnert mich ein bisschen an Pokémon Platin. An diesen Wänden hängen die Porträts der Präsidenten der Altru GmbH über die Jahre. Sie sind alle erstaunliche Menschen. Oder sie waren es zumindest. Ganz links seht ihr unseren Gründer und ersten Präsidenten, Somnio Strahlemann. Keiner Name. Also damit ist sein Nachfolger, Lumino Strahlemann. Und ganz rechts, Nautilus, was? Da ist er, oder wie? Präsident Strahlemann! Willkommen zurück, Herr Präsident! Nubilus heißt er. Danke, danke, meine lieben Leute. Passt bitte darauf auf, euch nicht zu überarbeiten, verstanden? Lasst uns alle unser Bestes für eine strahlende Zukunft der Almeerregion geben. Das reicht dann. Alle wieder zurück an eure Arbeitsplätze. Alle unsere Kunden verlassen sich auf uns. Sie müssen ständig arbeiten. Damit wir irgendwas provozieren können, wofür wir keine Ahnung haben. Dieser Mann ist unser gegenwärtiger Präsident Nubilus Strahlemann. Ihr habt wirklich Glück, ihn hier zu treffen. Was für ein Zufall. Ah, hallo Professor Albert. Ich hoffe, Ihre Forschungen kamen voran. Oh, wer ist denn unser Gast von den Weinschauen? Ein Mitschüler von Weinschauschüler. Er hat dieselbe Klasse wie ich besucht, aber wir haben nie geredet, komischerweise. Kann vorkommen. Wir haben uns zufällig getroffen. Ja, ganz zufällig. Und jetzt führe ich ihn gerade ein bisschen herum. Ein großer Freund, Freude, dich kennenzulernen. Ich habe die Venture immer für ihre Arbeit bewundert. Wahrlich lobenswert. Lass uns alle unser Bestes für eine strahlende Zukunft der Almir-Region geben. Ich finde den Namen Almir ein bisschen crazy, aber es passt irgendwie doch. Nun, Professor Albert, wollen wir mit der Arbeit fortfahren? Jawohl, Präsident Strahlemann. Wir sehen uns, Harry. Sicher, Albert. Und wer ist das mit den grünen Haaren? Das ist auch irgendwie so crazy. Wow, wir haben echt Glück, hey. Wir haben den Altru-Präsidenten getroffen. Oh mein Gott! Damit kann ich in der Vereinigung protzen. Oh mein Gott! Oh, ich habe ihn gesehen. Ja. Ja. Aber ich finde das hier ein bisschen, ja, interessant. Ein Gebäude, wo man nicht weiter kann, weil die sagen, du gehörst nicht zur Firma, sondern nur, wo es öffentlich ist. Ich frage die Empfangsdame, ob sie mich mit, mit mir verabreden möchte. Du auch noch? Also, what the hell? Wieso wollen die alle sich mit der Empfangsdame... Ach. Die Gerätschaft, mit der man im Chroma-Hochland vor 50 Jahren auf Öl stieß. Wo? Egal. Werkzeuge, die vor 70 Jahren bei Erdölbohrungen eingesetzt wurden. Sieht eher aus wie eine Spitzhacke aus Pokémon Platin. Ein maßstabsgetreues Modell des Altru-Turms, von dessen Ankündigung vor 3 Jahren. Oh, okay. Was haben wir hier? Ein vor 25 Jahren entwickeltes Gerät zum Erkunden von Ölfeldern unter der Wasseroberfläche. Kann das sein, dass das Altru irgendwas mit Öl zu tun hat? Öl in der Erde? Es gibt auch noch ein anderes Öl, aber das Öl ist sehr wertvoll für die meisten.
Ja, für die, alle, die ein Auto haben oder Benzin brauchen oder irgendetwas Raffineriertes oder auch Plastik. Man nennt es auch Öl. Na, wer ruft da an? Ja, ich hebe schon ab, hey. Brauchst nicht gleich zweimal klingeln. Voicemail! Wo ist hier? Das Anti-Kong-Giga-Treffen hat begonnen. Wir brauchen deine Hilfe. Bring uns ein Pokémon, das ein Ziel wie ein rotes Kong-Giga beseitigen kann. Lass dir von Professor Chef Morris den Weg zum Venture-Hauptquartier sagen. Ein roter Kong-Giga. War das Feuer oder Wasser? Muss ich wirklich nachschauen dann. Aber auf jeden Fall, ich habe beides mit. Ich hab's gerade zertrümmern mit dabei. Finde ich jetzt gute Sache, dass ich alles hier bereitgelegt habe. Hiha! Und ich finde schade, dass es hier so langsam bewegt, das Wasser. Also, es bewegt sich zwar, ja, aber ein bisschen langsam. Aber es passt schon. Ein bisschen Animation muss schon zeigen. Wir gehen dann zum Vereinigungsweg nach Westen, um zum Ranger-Hauptquartier zu kommen. Steht sogar hier auf der Tafel. Hauptquartier der Ranger-Vereinigung zum Schutze aller unersetzlichen Pokémon, Natur und Menschen. Alles ist unersetzlich von den drei Sachen. Vor allem Pokémon, ne? Das war schlecht. So, dann schauen wir. Gibt's hier auf dem Weg neue Pokémon? Ja, ein Voltilam! Voltilam! Ein Elektro-Pokémon! Wuha, her mit dir! Voltilam, ich will dich, aua, haben. Hier nebenbei, ich habe in letzter Zeit mal Ampharos ausprobiert. In Online-Kämpfen. Und es hat mich wirklich überrascht. Es ist nämlich ein spezieller Verteidiger, ein guter. Es ist zwar ein langsames Elektro-Pokémon, eher langsam, sagen wir so. Aber es kann einstecken, was die meisten Elektro-Pokémon nicht können. Und es haut rein, also es kann böse sein. Oh ja, sehr böse. Also, ich kann mich vielleicht damit anfreunden. Mal schauen. Pokéstärke Elektro, überladen 1. Ja, und es greift mit Elektro Spitze an und Level Up für mein Funcom, Level 11. Und ich brauche es nicht aufladen. Coole Sache. Ja, tschüss, Voltilam, ich brauche nicht. Ich habe nämlich schon überladen 2 dabei. So, dann wollen wir weiter schon. Hier haben wir einen Schwalboss. Ist das wirklich ein Schwalboss? Ja, wirklich, ein Schwalboss. Ich dachte, das Schwalbini. Okay. Pachirisu! Brauch dich mal! Pachi Pachi! Pachi Pachi! Bam! Bam! 117 Freundschaft auf einmal! What the hell? Und das braucht er nicht nur einmal, das braucht er ein paar Mal! Hallo! Alter Schwalboss! Gruppe Flug, Pokéstärke Flug, Fähigkeit zerschneiden 2. Es erzeugt Böen mit seinen Flügeln und setzt Drammanöver ein, um anzugreifen. Schwalboss finde ich cool. Es kann reinhauen, hält aber nichts aus. Aber das braucht es ja auch nicht. Es ist nur ein Draufhauer. Nix weiter. Mal schauen, zu Trümmer 2 zu schneiden. 2, was brauche ich eher? Puh, überladen, löschen, dran, zertrümmern, zerschneiden. Ach, lass mal Bibo frei. Einfach mal so. Und weh, ich brauch's dann, ne? Dann mache ich das offscreen. So, was haben wir denn hier? Hallo. Wir pflanzen hier Blumen, schenken sie den Leuten in der Stadt. Schenken? Meist verkaufen sie. Flieg wie ein paar Blumen! Warum lässt es sie nicht wachsen? Das ist ja viel schöner in der Natur. Jetzt ernsthaft. Blumen pflücken ist zwar schön und gut, aber ganz im Ernst, es schadet ein bisschen der Natur. Wenn man es ganz genau nimmt, aber aua. Griffel, lass mich. Darüber könnte man diskutieren, aber das lassen wir jetzt mal lieber. Bevor das Griff mich jetzt auch noch hier platt macht. Ist ja schon gut, dass man ein bisschen stärk. Ach, lassen wir das. Es greift an, indem es mit seinen Schwanz Felsen schleudert und Rempler austeilt. Rempler? Na, Griffel ist schon etwas merkwürdig. Und hat die Fähigkeit Tackle 1. Warum auch immer, aber okay. Griffel als Eintrag, danke. Knallhart. Eintrag und dann freilassen. Kommt mir schon vor wie Pokémon Schwarz 2, wo ich die ganze 5. Generation genau das gleiche gemacht habe. Du bist ein Neuling? Ich bin ein Mensch wie du auch. Wenn du erstmal einen Dodo retten kannst, wirst du nur so über das Land rasen. Darauf kannst du dich noch freuen. Juhu! Gut, dann schauen wir mal hier rein. Was haben wir hier? Oh, da macht jemand Essen. Krieg schon Hunger. Pokémon Ranger? Natürlich weiß ich, was du bist. Du bist einer von denen, die so ein wissenschaftliches Ding um das Handgelenk tragen. Nun, ich werde es kurz machen. Ich hasse die Wissenschaft und alles, wofür sie steht. Erwarte also nicht, dass ich dir Tee anbiete. Ja, eben nicht.
Wissenschaft nicht mehr zweigeteilt. Es gibt halt die Wissenschaft, die was für Gutes ist, und die... Naja. Ein Dodo, und das kann ich nicht mal fangen? Warum nicht? Pipi da... Was? Pipi diao! Also das Dodo hat einen komischen Ruf. Oh, und wieder ein Voltiklauf. Ich hab dich schon. Danke sehr. Einfach knallhart weiter hier. Ich spiele Ranger. Willst du sehen, wie ich dieses Kreisziel-Dings mache? Oder willst du mitmachen? Ich mache es schon selber. Danke sehr. Ich spiele nicht Ranger. Ich bin schon Ranger. Oder so ähnlich. Dann schau mal. Vereinigungsweg. Und oh, ein Tanzer, das einfach mal so herunterfällt. Warum nicht? Ein Tanzer greift an. Ja, hier wieder fliegen ein paar Pokémon einfach mal so runter, wenn sie Bock haben. Achtung, Explosion. Und es wird einfach mal so ganz grau und es lebt doch immer, ne? Bam, Explosion. Ja, mach nur Explosion, ich dreh dich. Ich dreh hier durch. Ich dreh hier durch. So ähnlich. Ja, Tanzer. Er sprengt sich selbst in die Luft. Da steht nicht viel dabei. Okay, aber mehr braucht man auch nicht wissen. Tanzer, entwickelt sich zu Forstelica, einen Käfer-Stahl-Pokémon, das man sehr gerne als Minesweeper spielt, könnte man sagen. Oh, und ein Habitag. Ein Habitag! Wenn Ibitag kommt, dann weiß ich schon, was ich sage hier. Und ein bestimmter Abonnent auch. So, dann mal. Und Habitag ist ziemlich schnell hier unterwegs. Meine Güte, lass ich fangen, Freundchen! Ja! Halla, halla! Macht auch schon einiges an Freundschaft, das Habitag. Pokestärke Flug, zerschneiden, nein, es greift an, indem es mit seinen Flügeln Tornados erzeugt. Oh, es gibt wieder heute einige Einträge. Heute exklusiv. Danke sehr. Habitag. Tschüss. Ob es die Weiterentwicklung Ibitakets gibt, müsste ich jetzt raten. Nein. Nein, tut mir leid, der Weg ist gesperrt. Das ist einfach so. Ja, ich wollte es knallhart vorbeigehen. Aber geht anscheinend nicht. Hallo. Ist das Geld wohl nicht wundervoll? Ist so ruhig hier. Ich hab da was gehört. Ein Mirabla. Ein Wandelkraut. Ein Grasklumpen, der bei Berührung erzittert. Er soll nachts umherwandern. Hey, ich will weiterklicken. Benötige Fähigkeit Tackle 1. Tackle 1. Da war doch irgendwas mit Tackle 1 hier rum, oder? Ach, egal. Werde ich mir später holen. Meine Bärenmarmelade ist bittersüß mit einer würzigen Salzigkeit. Glaubst du, sie wird sich gut verkaufen? Klingt schon mal interessant, Freundchen. Und nebenbei, da links ist es wirklich Mirabla, ja? Ja, das ist Mirabla, das sich einfach mal so einpflanzt. Manche sagen ja Mirabla. Ich sage Mirabla. Es klingt einfach besser, für meine Meinung. Oh, und da unten haben wir ein Vidivas. Und einen Wassersteg. Da brauche ich Surfer, damit ich da weiterkomme. Was haben wir hier? Hauptquartier der Adventure-Vereinigung. Und da rechts nach Altopak. Der Strom der Träume fließt direkt südlich vorbei. Der Strom der Träume? Okay, und... Ah! Tanzer! Was fliegst du hier so einfach runter? Danke, ich hab dich schon. Tschüss. Knallhart, wie immer. Ich hab dich schon, brauch dich nicht. Lalala. Ah, das ist genau auf dem Kopf fällt, hey. Ich glaube, das Tanzer, das mag mich nicht oder so. Oder es mag mich. Das kann man sehen, wie man will. Ranger-Vereinigung. Und schauen wir mal. Es ist gefährlich in der Stadt. Hier dagegen wird es sicher sein. Ist es in der Stadt gefährlich? Ach, egal. Das Ort ist winzig im Vergleich zum Altro-Gebäude. Schauen wir uns gleich an. Wenn ich groß bin, möchte ich hier arbeiten. Sieht aus, als könnte das hier ein bisschen renoviert werden. Beeil dich, Ranger! Okay, wenn es so heißt, beeil dich, Ranger, dann müssen wir uns beeilen. Und die Musik hier drin ist Ranger-like. Das ist mein Arbeitsplatz, das Almir Hauptquartier der Ranger-Vereinigung. Professioneller Arbeitsmodus aktiviert. Du musst an einem Treffen teilnehmen. Der Konferenzraum ist in der ersten Etage, neben die Rolltreppe. Okay. Dann schauen wir uns mal gleich hier um. Im Erdgeschoss ist unsere Empfangshalle. Im ersten Stock befindet sich unser Konferenzraum mit einem in den Boden integrierten Monitorsystem, was richtig geil ist. Im ersten Obergeschoss sind zudem der Aufbewahrungsraum und das Forschungslabor zu finden. Die Einsatzzentrale nimmt die komplette zweite Etage ein und auf dem Dach steht der prächtige Baum der Harmonie. Meine Güte, das klingt ja größer als wie es ist. Und ich glaube, hier kann man aufladen, oder? Okay, die ist schwer in Arbeit, die Technikerin. Also kann sie mir den Funkom nicht aufladen, genauso wie die hier, die hier rumsteht. Mensch, ihr macht unser Weg so viele Unannehmlichkeiten durch. Meine moralische Unterstützung ist euch gewiss. Moralisch?
Ja, du könntest mal helfen, indem du auch mal Pokémon dazu bringst, Feuer zu löschen oder andere Sachen zu tun. Hallo, bist du Harry? Wir haben dich schon erwartet. Na, dann lass mal das Meeting beginnen. Das Meeting. Deine großen Köpfe. Und wow, der Boden sieht glasig aus. Ich hasse sowas. Hey, da bist du ja. Das ist unser bester Neuling, Harry. Grüß euch. Von dem ich euch gerade erzählt habe. Dieser aufstrebende Junge hat herausgefunden, wie Kongiga-Einheiten aufgehalten werden können. Gib uns eine Demonstration, Harry. Tut mir leid, dass ich sowieso überfalle. Zeig uns, wie man den Kongiga ausschaltet. Zeig's uns, so richtig. Das war Feuer, oder? Nein, Wasser. Löscht zwei. Gut, dass ich Shillock mit habe. Ich habe schon gewusst, ich brauche das irgendwann mal wieder. So, Shillock, löschen zwei! Und... na, wird das mal was? Bam! Der Kongiga wurde zerstört. Danke, Shillock, und ciao. Wie es einfach mal so rausläuft, ne? Und genau ein Weg weist zurück. Kongiga-Einheiten, sie können also wie eben demonstriert ausgeschaltet werden. Denkt aber daran, dass es andere Typen gibt, die mit anderen Energie funktionieren. Die verschiedenen Typen unterscheiden sich durch ihre Färbung. Trotzdem können alle Kongiga-Einheiten mit Hilfe von Pokémon zerstört werden. Informiert sämtliche Menschen, wie sie mit dem Kongigas fertig werden können. Harry, wir schulden dir unseren Dank, das war exzellente Arbeit. Kein Ding. Muss ja nur einen Shillock hergeben dafür. Apropos, ist euch etwas Merkwürdiges an diesem Kongiga aufgefallen? Nee. Das ist die Pokémon, die diesen Gebäude nicht hypnotisiert hat, beispielsweise. Oh, jetzt wo du es sagst. Wie würdet ihr bitte alle einmal einen Blick auf den Bordmonitor werfen, der grüne Ding da? Okay, vieles technisches Zeugs. Was keiner lesen kann, weil es so klein gedruckt ist. Auch dort auf das diamantenförmige Gebiet des Kongiga-Diagramms. In diesem Bereich befindet sich ursprünglich ein kleiner schwarzer Stein. Ich habe ihn entfernt, als sich die Einheit zusammenstückelte. Wie ihr gesehen habt, konnte der Kongiga ohne den Stein keine Pokémon hypnotisieren. Also ist der Stein schuld. Es erscheint mir offensichtlich, dass der Stein irgendeine mysteriöse Kraft enthält. Welche das ist, ist unklar, oder wie? Ich würde das jetzt gerne wissen, aber... interessante Sache. Wir werden diese Kongigas eine nach dem anderen suchen und zerstören müssen. Eine andere Möglichkeit gibt es wohl nicht für dich. Ihr könnt euch darauf verlassen, dass wir Bezirksmenschen die Dinge mit Freude zerschmettern werden. Yeah! Nebenbei, am Boden sieht man die Karte von Almia. Die Vereinigung arbeitet bereits hart an der Analyse Schwarzsteins. Wir haben außerdem auch eine Ermittlung in Richtung Team Nachtschatten begonnen. Ermittlungen? Das klingt schon, als wären wir die Polizei hier. Ach ja, Neuling. Kannst du mir vielleicht gleich jetzt ein paar Fragen beantworten? Ich würde ja gerne ein paar Sachen mit dir abklären, bevor du gerade schon mal da bist. Wenn es sein muss? Team Nachtschatten behauptet, sie würden ein Experiment durchführen. Jo! Sie sind mit einem Boot aufs offene Meer geflohen. Ein Schnellboot war es, glaube ich, ja? Sie sind mit einem gelben Kongiga geflohen. Der war lila. Gut, hier ist die letzte Frage. Aber sie ist mindestens genauso wichtig. Vom Kongiga hinter diese Pokémon wurden der Fang nicht zu Freunden, richtig? Jo. Aber die Frage mit dem Gelben, die ist fies. Das war schon alles. Danke für deine Mithilfe. Nebenbei, ich weiß nicht, was passiert, wenn man hier falsch antwortet. Könnt ihr mir mal einen Kommentar schreiben, wenn ihr das wisst. Es scheint, als dass Almias Frieden von einer Gruppe bedroht wird, die sich Team Nachtschatten nennt. Aber wir machen sie keine Angst. Es sei darum, Almia zu dienen und zu beschützen. Zu dienen? Ich bin ein Sklave von Almia. Ich verlange von euch nur eines. Arbeitet vereint auf unser gemeines Ziel hin. Schützt die Menschen, die Umwelt und unsere geliebten Pokémon von Almia. Und von Sinnoh. Coole Ansprache von der alten Frau. Ich muss etwas mit Professor Hastings besprechen. Mach doch mal einen Spaziergang durchs Hauptgebäude und stell dich den Leuten vor. Ja, und das müssen wir jetzt wirklich machen. Wenn du mit dem Rundgang fertig bist, gib mir Bescheid. Ich bin im Forschungslabor. Ah, das ist der Raum ganz rechts auf dieser Etage. Gut, Chef. Okay, haben wir den Kongiga zerstört? Eine kleine Besprechung gehabt? Ich finde diese Karte hier ziemlich cool, hat was. Okay, Leute. Was wir alles noch zu besprechen haben und ob wir alle Kongigas zerstören können, was mit dem Team Nachtschatten auf sich hat, werden wir alles noch erfahren. Bis zum nächsten Part, Leute, und ciao!